Debatte um Arena-Moderator: Sandro Borz hat alles richtig gemacht, dem Arena-Moderator schlägt Kritik entgegen. Er habe eine Grenze überschritten, weil der SVP-Nationalrat Thomas Eschi in der Sendung wegen Rassismus angeprangert hat. Einspruch. Meinung Sandro Benigni. Moderator Sandro Borz, streitbar und umstritten. Urs Jaudas. Eine kurze Vorbemerkung. Bereits zum zweiten Mal verteidige ich jetzt den Arena-Moderator Sandro Borz gegen Kritik und Anwürfe. Um die üblichen Sprüche präventiv zu beantworten, nein, mit Solidarität unter Namensvettern hat das nichts zu tun und ich bin Borz auch noch nie persönlich begegnet. Meine Kollegin Michelle Binswanger zum Beispiel wirft Borz vor, er habe Eschi in der letzten Arena im Ton eines Oberlehrers und mit bebender Brust eine Standpauke über Rassismus gehalten. Dies, weil der SVP-Politiker zuvor während einer Nationalratsdebatte vor Nigerianern oder Irakern mit ukrainischen Pässen gewarnt hatte, die Ukrainerinnen vergewaltigen könnten. Es gehöre, so die Kritik, nicht zu den Aufgaben des Moderators einer politischen Diskussionssendung, selber politische Positionen zu beziehen. Indem er sich angeblich über dieses Gebot hinwegsetzte, habe Borz das SVP-Klischee bedient, wonach SRF von linken, parteiischen, selbstverliebten und eitlen Gesellen bevölkert werde. In keinem Moment hat Eschi auch nur im Mindesten protestiert. Allerdings hat Borz keine Standpauke gehalten, ein Begriff, den der Duden mit Strafpredigt gleichsetzt, weil er einen ganzen Wortschwall impliziert. Zutreffend ist, dass Borz die Äußerung des SVP-Nationalrats in einem kurzen Disput von Angesicht zu Angesicht, wie er ihn während der Sendung ab und zu führt, als rassistisch bezeichnete. Eschi konnte sich verteidigen, Borz untermauerte seine Kritik mit einer Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Diese wurde eingeblendet. In keinem Moment hat Eschi gegen die Art, wie ihn Borz befragt hat, auch nur im Mindesten protestiert. Wo bitte liegt hier also das Problem? Und was ist daran links? Ist dann die von der ehemaligen FDP-Nationalrätin Martine Brunschwig-Graf geführte EKR auch links? Ist der Mitte-Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregi links, der Eschis Äußerung als deplatziert bezeichnete? Ui, ui, ui. Es gehört zu den Obsessionen der SVP, überall linke Unterwanderung und Agitation zu wittern. Wie ist das bei der Lottogesellschaft? Und wie links ist eigentlich die Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin? Der Schüngeli-Züchter in Wetzikon aber hoffentlich nicht, oder vielleicht doch. Mich stört die Vorstellung, ein Moderator müsse außerhalb der Sendung funktionieren wie ein Kaffeeautomat. Über den konkreten Fall hinaus stört mich etwas Grundsätzliches. Denn hinter der Kritik an Borz steckt die Vorstellung, ein Moderator müsse außerhalb der Sendung funktionieren wie ein Kaffeeautomat, möglichst geräuschlos in einer Ecke stehen und nur etwas absondern, wenn man ihn drückt, aber dann immer genau die gleiche Menge in identischer Qualität und immer mit der gleichen Temperatur. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass es sich herausragende, die Öffentlichkeit prägende Moderatorinnen und Moderatoren erlauben, auch vor laufender Kamera ihre Meinung zu äußern: Sandra Maischberger in Deutschland, Lilli Gruber in Italien, Armin Wolf in Österreich, Robert Pesten in Großbritannien. Ob es Sandro Borz verdient, in diese Reihe gestellt zu werden, darüber kann man in guten Treuen streiten. Und ja, es gibt eine Grenzlinie, bei deren Überschreiten ein Journalist zum Aktivisten wird. Aber in der letzten Arena geriet sie nicht einmal in Sichtweite. Sandro Benigni ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war 11 Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko. Mehr Infos. Fehler gefunden, jetzt melden.